Ja, hallo liebe Zuschauer und willkommen zum heutigen JFD Live Trading TV am Morgen, dem 13. Februar. Ich grüße Christian Kämmerer und wir schauen auf den DAX, der hier unlängst die Marke von 11.000 Punkten erreicht hat. Unglaublich, aber wahr, die Rallye geht direkt weiter. Und wir haben ja den DAX auch gestern schon am Vormittag besprochen und da standen wir hier, schauen uns gerade den Stundenchart hier an. Vom DAX eine Kerze, eine Stunde, und da standen wir hier direkt vor diesem Widerstandsbereich um 10.900 Punkten, knapp 10.890 Punkten, und präferiert wurde eigentlich durchaus ein Rücksetzer, der dann hier Schwung verleiht, innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals den DAX weiter nach oben anzutreiben. Wir machen das Bild mal direkt ein Stück größer und sehen, ja, dass es hier einen sauberen Durchmarsch gab am Vormittag noch, und wir haben auch erlebt, dass der DAX sich hier inklusive der 24-Stunden-Indikation hier vom JFD Brokers der oberen Aufwärtstrendlinie dieses Trendkanals hier sich hier entlang hangelte. Und genau hier hat er auch heute Morgen bzw. vor einer Stunde das Hoch erzielt, das neue Allzeithoch, hat hier praktisch den oberen Trendkanal touchiert, die obere Trendkanallinie. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie geht es weiter? Tatsache, grundsätzlich kann der hier innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals sukzessive weiter ansteigen, um dann hier praktisch bis zu den Nachmittag Stunden bis zum Xetra-Handelsschluss sich hier über 11.000 Punkten zu stabilisieren. Das ist durchaus möglich und denkbar. Er kann auch hier direkt über diese obere, jetzt noch aktuell bestätigte deckelnde Trendlinie hinausziehen. Dann gibt es direkt eine Beschleunigung in Richtung 11.100 Punkten. Das ist zumindest anzunehmen. Aber wir haben hier aktuell, und da schauen wir uns den DAX jetzt mal ein bisschen genauer an, schon eine negative Divergenz hier beim RSI-Oszillator in 14er Perioden-Einstellung. Grob gesprochen haben wir hier eine positive Preisentwicklung und eine negative Indikatoren-Oszillatorenentwicklung. Und das ist jetzt hier kein Grad dafür, dass der DAX jetzt hier korrigieren wird. Aber es ist ein Hinweis, dass der Markt so ein bisschen an Momentum verliert. Und das ist aber auch dadurch begründet, dass natürlich hier die Indikationen in der Nacht weiterlaufen und das natürlich hier bei geringen Umsätzen einen Seitwärtslauf sozusagen symbolisiert darstellt. Und da muss man eben hier durchaus solche Divergenzen mit einer gewissen Vorsicht ja, anfassen. Tatsache ist aber, wir haben hier diese deckelnde Trendlinie, wir haben hier eine Divergenz im Chart und ein Durchschnaufen wäre für den DAX sicherlich mal nicht verkehrt. Zumal wir am Freitag, und das weiß der aufmerksame Zuschauer sicherlich auch schon längst, dass wir hier beim DAX am Freitag statistisch, ja, fast schon mit Ausnahme den schwächsten Tag der Woche haben. Also rein statistisch heute im Minus zu schließen, wäre für den DAX kein Beinbruch. Zwar ein neues Allzeithoch gemacht, aber dann hier mit einem Minus aus dem Tag zu gehen, wäre jetzt hier auch statistisch gesehen gar kein Beinbruch. Wir haben auch saisonal, wie wir auch hier sehen, bis in den Ende Februar, Anfang März hinein hier auch einen saisonal schwächeren Verlauf. Das ist aber jetzt schon viel zu weit geblickt. Wir wollen uns eigentlich hier nur auf dem Stundenchart fixieren, der hier, wenn der DAX jetzt, und das kann man als Anhaltspunkt nehmen, wenn der DAX unterhalb von 11.012 Punkten rund bleibt, also hier praktisch nicht nochmal auf neue Hochs rauszieht, dann darf es hier, auch speziell unterhalb der 11.000-Punkte-Marke als Round Number, als runde Hausnummer sozusagen, dann kann man davon ausgehen, dass der DAX hier durchaus temporäre Rücksetzer bis zu diesem, da wandeln wir diese Unterstützung jetzt in eine Unterstützungszone, diesen Widerstand vorher in eine Unterstützungszone, dass er eben hier bis zu diesem Level zurückfällt. Das Ganze wird auch, jetzt habe ich den mit der 3 geöffnet. Das Ganze wird auch hier durch die heutige FTSE-Logik im 15-Minuten-Chart-Intervall hier aktuell zu sehen begünstigt. Und da wird in Anführungszeichen vorausgesehen, dass wir hier sogar temporär unter die Marke von 10.900 Punkten zurücksinken. Also dass es hier durchaus jetzt hier rein von der Pattern-Abfolge, von der statistischen Pattern-Logik und eben hier der Wahrscheinlichkeit der saisonalen Tendenzen während des Freitags im Vormittagshandel es durchaus dazu kommen kann, dass der DAX jetzt hier in den nächsten Morgenstunden weiter nach unten abdriftet, um hier letztlich ein Tief unterhalb von 10.900 Punkten zu markieren. Das muss natürlich jetzt nicht heißen, dass das passiert, aber die statistische Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben und es würde auch jetzt hier tatsächlich mit diesem Realtime-Chart gut zusammenpassen, dass wir hier den Bereich von 10.900 Punkten anlaufen. Also symbolisch gesprochen, wenn wir jetzt hier die heutigen Morning Tiefs nochmal unterschreiten oder auch vom aktuellen Niveau, dann kann der DAX hier durchaus Rücksetzer vollziehen, die natürlich dann hier im Sinne des Trendmomentums Kaufgelegenheiten wären, um eben hier in der Folge
an weiteren Aufwärtsbewegungen zu partizipieren. Wie der Februar jetzt weitergeht, ob wir dann doch noch eine schwächere Entwicklung in den weiteren Tagen erleben werden, das muss bewertet werden. Tatsache ist, oberhalb von 10.900 Punkten ist der DAX hier gerade in einem bullischen Fahrwasser. Und wenn wir sogar hier nachhaltig über 11.000 rausbrechen, dann haben wir schnell auch die 11.100, ohne vorher hier so eine Konsolidierung zu vollziehen. Aber im Sinne der Divergenz sieht es eben doch ganz interessant aus, dass der DAX hier mal einen Rücksetzer vollziehen kann. Hier an dieser oberen Deckel Trendlinie, das wäre charttechnisch eine Glanzleistung, wenn wir hier praktisch mal zurücksetzen, hier nochmal eintauchen. Wir werden sicherlich dann auch der ein oder andere zu eng gestoppte Marktteilnehmer abgeholt, rausgeschmissen aus dem Markt und dann dreht der DAX hier wieder schön nach oben auf. Man darf gespannt sein, ob es so kommt, aber die technische Tendenz ist in jedem Falle gegeben. Wir werden das weiter beobachten und unter Umständen machen wir später nochmal eine Sendung dazu, je nachdem, wie sich der DAX verhält. Im großen Bild hier der DAX im Tageschart auch natürlich weiterhin im Aufwärtslauf und es bleibt dabei, dass hier auf Sicht nicht von heute, sondern auf Sicht der nächsten Tage hier das Niveau 11.350, 11.400 Punkte eins der nächsten erstrebenswerte Zielbereiche ist. Auch hier haben wir nämlich im großen Chartintervall einen breit angelegten Aufwärtstrendkanal und der verspricht hier durchaus weitere Preise. Wenngleich Konsolidierungen sicherlich mal nicht schaden würden, um dem DAX hier eine kleine Pause zu gönnen, aber hier die zuletzt erfolgte Konsolidierung fand hier eben schon auf sehr, sehr hohem Niveau statt. Und das heißt, die Käufer haben einfach weiteres Interesse. Das muss man so sehen. Gut, liebe Zuschauer, dann bedanke ich mich erstmal fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, nachher gibt es noch eine Sendung. Und bis dahin verabschiede ich mich mit den besten Grüßen. Ihr Christian Kämmerer. Ciao.